Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Life is Strange. Ja, wir haben letzte Folge begonnen mit der vierten Episode und heute sind wir dran und sollen den Morphininjektor holen. Aber vorher möchte ich noch mal ganz kurz stöbern. Wir haben Schubladen, die wir öffnen können. Sie muss eine Menge Lotion to keep her blood circulating. Okay, das habe ich entweder letzte Folge übersehen oder wir können es jetzt erst öffnen. Nothing but medical supplies. Okay, alles klar. Gut, den Morphininjektor müssen wir holen. I'm so glad we had our movie night, even if you crashed on me. That's why they call it a sleepover. Okay, nett. Oh. I definitely have to take a third job. Oh je. Yeah. Damn, this is just for Chloe's basic supplies. $8,587. Wow. Bonjour. That's great, they finally went to Paris. Okay, das werden wir uns also merken. Interessant. They gave Chloe their giant expensive HDTV. Wow. And they use our shitty tube television. Schon krass. Nee, ich wollte nicht zurückspulen. Hör auf! Hallo? Kannst du aufhören? Danke. Weiß nicht, warum das jetzt nicht aufgehört hat. They might get their own home taken away because of medical bills. Sehr geehrter Mr. Price, mit diesem Schreiben möchten wir Sie darüber informieren, dass Sie im Verzug Ihrer Beitragszahlungen für Ihre Hypothek sind. Konto 783, Entschuldigung. Kleiner Huster. Das Konto hält den Betrag von $12,000 zu zahlen bis zum 1. August 2013. Sie sind in Zahlungsrückstand seit dem 1. März 2009 und Sie haben mehrere Aufforderungen ignoriert, die Zahlungen zu begleichen oder Ihre Schulden zu rekonsolidieren, sofern nicht der volle Betrag von $12,000 innerhalb der nächsten 15 Tage beglichen ist, müssen wir Ihr Haus zur Zwangsvollstreckung freigeben. Wir haben Sie mehr als angemessen auf diesen Sachverhalt hingewiesen und uns bleibt keine andere Möglichkeit. Freundlichen Grüßen, Donald Clapp Lenders. Oh, wow. Das ist heftig. Das ist echt heftig. These whales are just a preview of the tornado to come. And the Prescott Foundation? Jesus. Rachel Amber is even missing in this reality. Das, I guess I can't change everything. Das andere möchte ich jetzt erstmal nicht lesen mit den ganzen Weilen, aber das möchte ich mir mal durchlesen. Suche nach beliebter Schülerin geht weiter. Die preisgekrönte Blackwell-Studentin Rachel Amber wird seit nunmehr 6 Monaten vermisst. Familie und Freunde haben die Suche nach der 18-jährigen Einwohnerin von Arcadia Bay ausgeweitet. Der Polizei und dem FBI stehen nur wenige Hinweise und Informationen zu dem Fall zur Verfügung, was die Aufmerksamkeit der nationalen Reality-Show Wo bist du erregt hat. Die Amber-Familie hat eine Belohnung für jede Information ausgerufen, die Hinweise auf den Verbleib ihrer Tochter gibt. Für weitere Details kontaktieren Sie bitte help@findrachelamber.org. Okay. Wir schauen da jetzt auch noch kurz rein. Ist ja egal, wir lesen es jetzt einfach. Arcadia Bay Leuchtturm, gestrandete Engel, Besichtigung der Wale. Während die Strände Arcadia Bays einst ein hinreißendes Tor zum Pazifik und weiter darstellten, werden Anwohner und Touristen nun Zeugen des traurigen und surrealen Bildes von Grauwalen, die unerklärlicherweise an Land schwammen und dort verendeten. Die Walherde wurde am frühen Morgen am Mittwoch, den 9. Oktober, entdeckt und binnen weniger Stunden fand sich mindestens ein halbes Dutzend toter oder sterbender Tiere am Strand. Handyvideos zeigen kein ungewöhnliches Verhalten des Ozeans oder übermäßige Verschmutzung. Unterdessen untersuchen Ökologen und Meeresbiologen aus dem ganzen Land sorgfältig Proben der Wale und der Umgebung. Die Prescott Foundation hat zusätzlich Fördergelder für die Forschung in Aussicht gestellt, um dieses lokale Umweltmysterium zu ergründen. Fortsetzung auf der nächsten Seite. Okay. Hey, William. Am I bothering you? Why, yes, Max. I love going through bills. Kidding. How can you bother me? I haven't seen you in forever. I know. You look exactly the same. It's so cool. Good. Or I'd be scared if I didn't look like me. Of course, you seem more adult now. So what's on your mind?
Ja, wir können da noch mehr Optionen auswählen, das wäre. Trip nach Paris, okay. I was impressed by Chloe's room and all the high-tech equipment. You should be. We could buy a few mansions for what it all costs. Insurance helps, but I don't know, Max. I know it must be hard on you guys financially. His bills are more like crushing. We have to mortgage our home, and that's pretty scary. But we'll get through it. Price is always right. Get it? No? Da weiter verpfänden ist nicht. Das Haus wird dir weggesteigert. Da wird der Pfänden nichts mehr bringen. I don't know how to say this, but I'm truly sorry about what happened to Chloe. Me too. All it takes is a few minutes to change a girl's whole life. But she's alive. She's been a trooper. She is amazing. I'm so glad you're here to help her. And be her father. I'm so glad Joyce is here to help us both. Max, I just hate to think of what would happen to Chloe if I wasn't here. William, I just want you to know that whatever happens, I'll always be here for Chloe. Always. I know you will, Max. Okay. Being around you and Joyce again is so nostalgic. Very old school, as they say. I think it's great for Chloe to see you. Makes Joyce happy, too. So, it's not all bad news in Arcadia Bay. Or is it? Mal zurück, ich möchte das noch gerne ansprechen. So you finally made it to Paris. Oui, as they say. Not me, because I can't speak French. But it was a great experience, especially for Chloe. I can see her loving it there. You guys rock for going on a family adventure like that. She talked about going to school there, but that's not practical anymore. It's not fair, Max. Naja, fair. Sagt schon, dass es fair ist, ne? What do you think is going on with all of this crazy weather and animals dying? Nobody knows, right? It is Nostradamus type shit, pardon my French. But all I actually care about now is Chloe and Joyce. My family. Okay. Ja, Nostradamus, weiß nicht, ob das jeden der Zuschauer ein Begriff ist. Es ist einer, der gewisse Weissagungen getroffen hat für die Zukunft. Unter anderem hatte der wohl auch irgendwas damals gesagt, dass halt 2000 die Welt untergeht. Daher gab es so viele Leute, die halb durchgedreht sind. Da ist zur Jahrtausendwende. Kann mich an eine Bekannte erinnern, die da auch total durchgedreht ist und Angst gehabt hat, dass die Welt untergeht und so weiter und so fort. Das sind halt sehr kryptische Texte, die man halt in alle möglichen Richtungen ja, interpretieren kann. Der 11. September wurde darin wiedererkannt, aber die Texte sind halt so krasse Interpretationssache, dass man halt wirklich alles Mögliche hineinfantasieren könnte. I was reading about that missing girl, Rachel Amber. Oh yes, she went to Blackwell, right? Oh, poor thing. That's a real nightmare for a family. I get scared thinking about Chloe and that we might lose her someday. The Prescott family might be bad news. What do you think about them? Evil. Next question? Sounds like you know them well. More than I want to. But Joyce has to work for those greedy bastards at Pan Estates. I don't even like to think about it. I have to go see if Chloe needs anything. It was so great talking with you again. You act like it's the last time. And please, keep me from these bills whenever you want. Es ist halt schon traurig, wenn man halt vorher gehört hat, wie er sich selbst mit sich selbst geredet hat, dass er einen dritten Job annehmen muss. Das ist schon ziemlich, ziemlich heftig. Joyce is a food coupon boss. No change to spare anymore. Now it's back to cookies. Dann holen wir mal diesen Morphin-Injektor. Briefe. They're drowning in debt, just to take care of their daughter. Such bullshit. Happy Credit Card will 3.458. Das Reha-Zentrum will 1.250. Das ist schon ziemlich übel.
Joyce and William never had a garage sale before. Ach, jetzt wollen sie ihr Zeug auch noch verkaufen. Das ist schon ziemlich heftig. Das ist alles ziemlich, ziemlich heftig. Was ist dann jetzt eigentlich aus Chloes Zimmer geworden? Ach, hier war das. Chloe's door doesn't have a warning anymore. Oh wow. Too bad Joyce and William can't get any help from the Prescott Foundation. Liebe Joyce, danke, dass du mich über Chloes Zustand auf den Laufenden hältst. Ich kann mir kaum vorstellen, was du und William durchmachen müsst. Es tut mir so leid, dass ich euch diesmal nichts leihen kann. Wie bei allen anderen auch, stehen mir meine eigenen Arztrechnungen bis zum Hals. Bitte überbring Chloe eine Umarmung und die besten Grüße von mir. In Liebe, Tante Dorothy. Okay. They bought crutches for Chloe, hoping she might walk again. Sicher? Dass es wirklich dahinter erst gekauft wurde? Es wäre echt traurig. Toys? I kinda wanna open this and see what's in here. Shoes. Chloe always did love stomping around in her boots. I never heard much about William's brother. Hi Bill. Tut mir leid, dass ich seit dem Unfall nicht in Kontakt geblieben bin. Die Arbeit stapelt sich und ich wurde nach Salt Lake City geschickt, um einen neuen Parkplatz zu beaufsichtigen. Heutzutage muss man dahin gehen, wo es Arbeit gibt. Ich wünschte, ich könnte dir einen größeren Scheck schicken, aber du weißt ja, wie das ist. Geld ist für jeden ein heikles Thema. Vielleicht kann ich euch nächsten Frühling mal besuchen. Gib Chloe und Joyce einen Kuss von mir. Halt durch, Billy. Halt durch, Billy. Dein Bruder Aaron. I'm still overwhelmed by this new reality. Ja, das kann ich mir vorstellen. But I feel so guilty for putting Chloe and her family through this. I could give Chloe the choice of keeping William alive, but that would be cruel. But then I see that they're a family again, and who am I to judge? Das ist schon ziemlich heftig, ein krasses Dilemma, in dem sie da jetzt stecken muss. I guess we stopped growing up together. Tja. But at least we never had to hide from Stepdouche. Das ist wohl wahr. A blue butterfly? I'm sure this is a total coincidence. Das glaube ich jetzt allerdings wiederum nicht und ich habe jetzt in dem Moment eine gewaltige Gänsehaut irgendwo. Ich bin gespannt, wo da irgendwann die Fäden alle zusammenlaufen. Ich glaube, das wird ziemlich Mindfuck werden, wenn es dann mal soweit ist. Müssen wir erst Licht anmachen? Ah, hier. How's it going, Time Tripper? Funny. I think I look older. Oh, das Licht nervt. Es blinkt die ganze Zeit. Here it is. I never thought I'd be delivering morphine to my best friend. Das kann ich mir vorstellen. The bathroom looks almost the same. Just more medicine. Mm. Nothing here. Ja, du hast ja schon, was du suchst. It's cool that Chloe uses natural medicine too. Ja, die Frage ist halt nur, ob es wirklich was hilft. Ich würde jetzt noch... Oh, ausschalten natürlich. Na, komm. Ich würde jetzt noch interessieren, ob wir ins Schlafzimmer gehen können. It's all about you, Arcadia Bay, isn't it? Und ob da vielleicht der Vogel wieder auf uns wartet. Oh, Max, it is so nice to have you around.
Okay, wir gehen einfach ins Schlafzimmer. Schauen uns jetzt im Schlafzimmer um, ernsthaft? Ohne anzuklopfen. Oh, no. I didn't realize how bad Chloe's injury really was. Acadia Bay Spinal Center. Sehr geehrter Mr. und Mrs. Price, wie letzte Woche besprochen, zeigt Chloes Respirationssystem Anzeichen von schnellem Leistungsversagen. Das ist die Ursache für ihre derzeitige Blutarmut und Atemnot. Als Arzt bin ich in ihrem Wohlergehen verpflichtet, doch ich möchte, dass Sie sich der Situation vollends bewusst sind. Der Ausfall der Atemorgane ist typisch bei Menschen mit schweren Wirbelsäulenverletzungen. Ihre Tochter ist eine der mutigsten und stärksten Patienten, die ich je hatte, und ich bin stolz, mit ihr zu arbeiten. Ich möchte nur, dass Sie als Eltern auf alle Eventualitäten vorbereitet sind. Ich glaube, Chloe sollte ebenfalls über die Veränderung ihres Zustands unterrichtet werden. Falls Sie dies weitergehend besprechen möchten, kontaktieren Sie mich jederzeit. Mit freundlichen Grüßen, Dr. Anton Fevers. Schnellem Leistungsversagen, das hört sich gar nicht gut an. Oh, wow. Wirklich? Joyce is already a supermom. Dass sie das einfach so dürfen. Huh. Joyce used to hate smokers in the diner. Ja, so ändern sich die Leute, ne? It's good for Chloe to stay in touch with her friends. William is trying so hard. He's still awesome. Immer noch krass, dass wir jetzt einfach so Schubladen durchwühlen. That is such a sweet shot of Chloe. I wonder who took the picture. Glaube ich dir, würde mich auch interessieren irgendwie. Look at them. They have no idea what's in their future. Ja. Dann reden wir nochmal mit der Mutter. Good morning, Max. Ah, oh, you and Chloe are so much quieter now than when you were kids. I remember. It's nice waking up in your house again. Oh, William and I love it. Finally seeing you and Chloe together after all these years. After the accident. I have to tell you how much I love seeing you and William together again. He's been such a hero through all this. Chloe and I are lucky to have him. Is William still the same? After everything that's happened. For better and for worse. But always for the better. I never thought I'd love a man so much I can't imagine life without him. It sounds corny, I know. You rule, Joyce. Shit. Things would be different if I did. I like how you think, kid. How are you doing, Joyce? I'm doing the best I can, Max. I won't lie. It's difficult, but nobody said life was easy here in Arcadia Bay. So, what do you think is going on here with all of this eco-havoc? Maybe Arcadia Bay just wants to be left alone. I know the feeling. Honestly, I don't give a shit about too much outside our house. I don't blame you, Joyce. Except now we have dead birds and beach whales outside our front door. So maybe I should care, for Chloe's sake. Do you know somebody named David Madsen? He, might hang out at the Two Whales. Well, that was random. Yeah, he's a bus driver. He comes in sometimes. Cute, quiet. Why? Oh, I was just curious. You always were. Nice to see that everything doesn't change. Plus, you guys have to work, too. Bill and I have no time for ourselves. We're working more than we're living. I even had to take a part-time gig at Pan Estates. Ugh. Do you know the Prescotts? I know that Sean Prescott won't be happy until he owns everything in Arcadia Bay. Stay away from his son, Nathan. Okay. I wish I was a better friend. I know Chloe doesn't get many visitors. Oh, Max, you're Chloe's best friend for a reason. You're here exactly when she needs you. Who helps Chloe out when you guys are at work? We have a series of revolving nurses, and
caretakers. Chloe still causes trouble, even if she can't move. Max, Chloe's condition is not improving. Her respiratory system is very weak, and she... Do you know what I'm saying? Joyce. I'm so sorry you have to go through all this. Bad or good, I embrace every moment with my daughter and my husband. This is what it means to be a family, and we'll always be one, no matter what. I better get back to Chloe now. It's good talking with you, Joyce. You too, honey. Oh, wow. Also, müssen wir damit rechnen, dass wir Chloe verlieren. Das ist ziemlich creepy. Das ist, es ist heftig. Das ist echt heftig. Ich habe, um ehrlich zu sein, sogar fast ein bisschen Angst, jetzt wieder ins Zimmer zu gehen, weil ich irgendwie so Angst davor habe, dass da jetzt irgendwas passieren wird. Das, was halt, ja, keine Ahnung. Ich bin echt gespannt, wie sich das noch weiterentwickelt. Allerdings für heute würde ich sagen, verabschiede ich mich von euch. Wir sehen uns dann übermorgen wieder um 16 Uhr zur gewohnten Uhrzeit zu einer neuen Folge Life is Strange. Ich hoffe, ihr freut euch drauf, genauso wie ich. Ja, ich bin echt gespannt. Also momentan ist es ist schon ziemlich heftig, was hier abgeht. Und ich bin sehr, sehr gespannt, was wir noch für Entscheidungen vorgesetzt bekommen und wie sich das alles ändern wird. Dankeschön fürs Zuschauen und tschüss, bis zum nächsten Mal.